So, Tee aufgetrunken. Guten Tag und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Wie üblich zu Game Shortcut. Wir machen jetzt wieder den Destructor. Wir suchen die gleiche Dungeon, wir suchen den gleichen Boss, wir suchen und hauen die gleichen Monster wie gestern um. Nur mit einer komplett anderen Gruppenkonstellation. Also, wir haben hier Seven Auron mit am Start. Es ist, soweit ich weiß, ein Drachenkrieger. Wirklich viel Kontakt hatte ich nicht zu ihm gehabt. Hauptsächlich über den In-Game-Chat. Dann den Pregaran 96. Das ist ein Let's Player. Zirkelmagier, Let's Player. Wenn ihr seinen Kanal oder seine Videos mal abchecken wollt, reinschauen wollt, einfach mal auf YouTube seinen Namen eintippen in der Suchleiste. Wird genauso geschrieben wie hier in der Gruppe rechts mittig zu sehen. Ansonsten, ja, mit dem habe ich eigentlich auch nicht so viel unternommen. Hauptsächlich nur im Game-Chat auch Kontakt gehalten. Jedoch mehr als mit... Ha, da ist er auch. Seven Auron ist drin. Als mit dem Seven Auron. So gesehen, kein Unbekannter für mich. I'm too sexy for you one? I'm too sexy for you one. Ja, kenne ich nicht. Kenne ich nicht. Keine Ahnung, wer das ist. Er, sie, es. Ich habe keinen Plan. Auf jeden Fall habe ich diese Person, dieses Objekt, dieses Geschöpf, Drachensand Geschöpf, eingeladen aufgrund seines Kommentars, den er, sie, es im letzten Destructor-Video hinterlassen hat. Ja, also wenn ihr in dem letzten Destructor-Video mal ein bisschen runterscrollt zu den Kommentaren, werdet ihr I'm too sexy for you one finden. Und so könnt ihr eigentlich auch dabei sein im nächsten und übernächsten und übernächsten Destructor-Run. Einfach euren Charakternamen und Charakternamen in die Kommentare posten und über ein Zufallprinzip schmeißt auf so ein Würfel 15 Mal, keine Ahnung, und dann pick ich da einen raus. Falls ihr auch online seid, werde ich euch dann eventuell mitnehmen. Vorausgesetzt, ihr spielt auf dem Server Herigur, ne? Falls ihr irgendwie auf Bachelor Bachelor oder woanders spielen solltet, keine Chance, kann ich euch leider nicht mitnehmen. So, so viel zum Thema. Ja, genau. Zum I'm too sexy for you. Ja, ich habe gerade mal kurz geguckt, wie viel Schaden das Sargon-Amulett gibt. Ich meine 77 gelesen zu haben. Denn der Eisenläufer der Torwacht kann ja das mächtige Zahnrad droppen und ich hoffe, irgendwann droppt der es auch für mich. Denn es wird zwar kein guter Ersatz für das Sargon-Amulett sein. Definitiv nicht. Dazu ist das Sargon-Amulett doch sehr, sehr mächtig. Aber nur deswegen, weil das Amulett auch so viele Lebenspunkte gibt. Eben kurz noch den Zustand des Tors checken. Wie ihr sehen könnt, haben wir den Weg zum Destructor beim beim ersten Durchlauf geschafft. Das heißt, den Panzer müssen wir nicht nochmal beschwören. Das ist schon mal cool. Das ist schon mal ein Vorteil. Da war die gestrige Gruppe nicht ganz so schnell, würde ich sagen. Oder wesentlich nicht so stark im Crowd-Controlling. Dann wollen wir natürlich den Kirby 2001 nicht vergessen vorzustellen. Kirby 2001 kann ich auch nicht viel zu dir sagen, sorry. Kurz noch eine Message schreiben. So, okay, Brigan nimmt die Bombe. Kirby schreibt, Moment, Kirby 2001 kenne ich eigentlich auch nur vom Schreiben her. Also so wirklich mit ihm gezockt in einer Gruppe noch nicht. Jetzt haben alle die Bombe. Na gut, schmeiße ich schon mal die Buffs und blaue Essenzen rein. Okay, diesen 3-Minuten-Buff hebe ich noch auf. Hi, soll ich beim DK beim Zweihand mehr auf Schaden als auf Leben gehen? Definitiv würde ich sagen. Oder... Nee, definitiv nicht. Ich würde eher sagen, Schaden an erster Stelle.
und Leben irgendwie so danach so gleichgesetzt mit kritischer Trefferwertung und ja, kritischer Trefferwertung, weil das ist wichtig. Aber wenn du viel Schaden hast, aber keine kritische Trefferwertung, bringt dir der Schaden letztendlich auch nicht. Nichts. Hey, nettes Destructor-Video. Ja, vielen Dank, dass du es anguckst. Kannst direkt das nächste auch gleich angucken. Okay, wir pullen ihn. Oh mein Gott, schon die ersten Tode. Aber wir pullen ihn auf die linke Seite. Das hat die Gruppe schon mal gut hingekriegt. Und Seven Auron auch mit einem Zweihandschwert unterwegs. Genau deswegen habe ich dich abonniert. Warum? Weil ich zurückschreibe, oder was? Na gut, okay. Muss mich hier auch ein bisschen auf das Match konzentrieren. Schaden stimmt zumindest. Sehr guter Schaden aus von der Gruppe spielen, glaube ich, alle, wenn ich richtig liege, mit Blau. Muss ja, weil ich habe immer noch die Akku. Ich denke mal, die anderen haben auch Blau drin. Oh, es wird eng. Es wird eng. Akku reset. Okay. Sonst muss man halt immer ein bisschen aufpassen, dass man nicht hinter dem Destructor steht. Das kann echt tödlich werden. Denn man sieht die Markierung nicht. Die Markierung, das habe ich ja im gestrigen Video schon mal gesagt, kann es nicht zu oft eigentlich sagen. Denn das ist so die typische Falle, die man eigentlich macht. Also, wie man hineinläuft. Man bleibt einfach über dem Destructor stehen. Man sieht seinen eigenen Charakter nicht. Dann macht er diese Meteor, castet seine Meteor oder seine Missiles. Whatever. Und man stirbt. So, Bombe geht los. Seven Auron hat die Bombe nicht geholt. Was passiert da? Okay, jetzt springt zurück. Spring in die Mitte. Verdammt, Seven Auron gestorben. Okay, jetzt in der Mitte. Ja, 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 ich hole die Bombe. Oder ne, Bregeran schon da. Kirby hat die Bombe gelegt, wenn ich sie richtig gesehen habe. Ist okay. Dafür, dass... Da war, glaube ich, Seven Auron hatte, glaube ich, die Ecke gehabt. Okay, wir warten jetzt einfach hier im Norden. Und ich hoffe einfach mal, dass ja, das Rocket irgendwann rüberspringt. Die anderen müssen nachdrücken. Kommen natürlich jetzt gerade irgendwie nicht. Was machen die? Kämpfen die gerade gegen den Destructor? Hm? Seven Auron? Ist ein Kämpfer? Nein, er kommt. Okay. So, hier sind wir relativ safe, müssen natürlich ein bisschen aufpassen. Der Destructor hat jetzt den linken Generator, sich am linken Generator aufgeladen. Das bedeutet, er hat eigentlich von seinen Fähigkeiten her jetzt seine Meteor upgraded. Das müssen seine Meteore sein, das heißt, die haben jetzt Slow. Genau. Er schießt immer noch die gleiche Anzahl von Meteoren. Jetzt sieht man, okay, man sieht es hier, die produzieren jetzt diese Wolke nach Impact und diese Wolken verlangsamen ein. Nixon, invite me to Destructor. Sorry, Super Mario. Oh, Seven Auron wieder verschlossen. Tut mir leid, Super Mario. Aber ich kämpfe gerade gegen Bowser in Iron Man Form. Bei Gelegenheit werde ich gleich mal den Bug da vorne schmeißen. Knapp. Knapp zusammen. Wieder Meteor, müssen wir aufpassen. Seven Auron hier. Sturm. Also, Seven Auron, falls du dir das Video anschaust, unbedingt an deinem Ausweichen feilen. Okay, ich lasse dir noch ein bisschen Zeit, dass sie jetzt zu den Bomben laufen können. Und dann mache ich richtig viel Damage auf den Destructor. Oh, jetzt haben die natürlich jetzt alle die Bombe geholt, glaube ich. Verdammt, kriegt ihr nicht tot? Nicht tot, sondern... Nein, der hat einen Akku-Reset gemacht. Na? Mein Fehler. Sorry. Nicht genug Damage in kurzer Zeit ausgeteilt. Die ersten laufen, glaube ich, zurück, oder? Jetzt kommt die Aufladung. Haben wir eine Bombe? Sehr gut. I'm too sexy for you. Das ist genau richtig. Genauso möchte ich es haben. Der CS hat seine Aufgabe sehr gut erledigt. Stand nämlich direkt am Generator.
an den zugeteilten Generator und kurz nachdem der Destructor sich aufgeladen hat oder sich in die Mitte platziert hat, hat Anti-Sexy for U1 direkt die Bombe geplaced. Sehr gut gemacht. Sehr vorbildlich. Jetzt hat er natürlich seinen Feuermantel schon upgraded bekommen, denn das ist die Fähigkeit, die der Destructor bekommt, sobald er sich am östlichen Generator aufgeladen hat. Okay, müssen wir ein bisschen aufpassen. Seven, Auron 7, Vorsicht, 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 denn diese Flammen, dieser Flammenmantel, der macht ordentlich Damage. Und Brian und Anti-Sexy momentan down. Da muss man halt aufpassen bei diesem Aggro-Reset. Okay, Bombe kommt gleich. Aber ich schreibe es mal nicht. Mal gucken, was passiert. Ob die Jungs hier das auch aus dem Blut können, aus dem FF heraus. Pregaran 96 und der Rest der Blut. Da müsste jetzt in die Mitte springen. Ja, springt in die Mitte. Seven Auron diesmal aufgepasst. Perfekt. So sieht man es gerne. Seven Auron gut gemacht. Gut gemacht. Noch am besten nächstes Mal direkt am Generator stehen, sodass du diesen einen Schritt gar nicht mehr machen musst. Oh, tut mir leid, Leute, ich kann jetzt eigentlich gar nicht so sehr auf eure auf eure Whisper reagieren. Denn ich bin hier ziemlich busy. Und das so ein Mortis-Kampf ist überhaupt nicht zu vergleichen. Okay, das ist nicht zu vergleichen mit einem Kampf mit dem Destructor. Ich finde den Mortis-Kampf immer noch wesentlich angenehmer und einfacher als gegen den Destructor. Der Destructor, da ist jeder Kampf ein bisschen anders, denn je nachdem, wo der Destructor sich auflädt, hat er neue Fähigkeiten. Und dieser Feuermantel zum Beispiel ist ja die übelste schlimmste Fähigkeit von allem. Ja? Und wenn er diese Fähigkeit direkt schon am Anfang hat, dann ist es eigentlich doof. Weil macht es keinen Spaß, gegen ihn zu kämpfen. Dann ist der Destructor quasi at his best. Wäre vielleicht eine kluge Variante, wieder aus der Karte rauszugehen und die Karte zu resetten. Am besten natürlich, wenn der Destructor diese Fähigkeit des Feuermantels als letztes bekommt, dann ist es ja am einfachsten. Ja, müssen wir einfach ein bisschen mit Glück spielen. Während der Mortis halt immer, ist halt immer gleich, ne? Einmal herausgefunden, wie es läuft, dann läuft der halt fast tot. Ja, ansonsten, was ich eigentlich sagen wollte, war, dass man als Magier und als Fernkämpfer generell, nicht Magier, generell aufpassen muss, sobald der knappe Sache hier, der Destructor seinen Aggro-Reset macht, seinen Kriegssprung ausführt. Da muss man sofort weg. Am besten irgendwie Gedankenkontrolle, dreimal Teleport oder keine Ahnung. Ja, das wäre als Magier natürlich das Nonplusultra. Aber so weit muss man sich eigentlich nicht in Sicherheit bringen. Er reicht einfach so ein Teleport. Ja, wenn ihr seht, der springt euch an, dann einfach einen Sprung zur Seite oder ein Teleport. Ihr seht ja, ich komme ja als Drachenkrieger eigentlich direkt hinterher und versuche die Aufmerksamkeit wieder auf mich zu ziehen. So, und das war's eigentlich. Alle Generatoren sind kaputt. Jetzt heißt es einfach nur Damage draufhauen und gut ist. Finde die Gruppe so an sich eigentlich ganz gut. Wenn man ja der Gruppe, weiß nicht, ja gut. Es tut mich ein bisschen schwer mit Bewerten einer Gruppe, aber ich möchte es gerne einführen, so die Random-Gruppen generell bewerten. Es sind ja letztendlich alles Random-Gruppen, auch wenn ich jetzt hier euch aus den Kommentaren oder irgendwoher mitnehme, ob ihr mich anschreibt, das ist ja alles noch random, denn eine Stammgruppe sieht für mich so aus, dass man sich zusammen mit Teamspeak kurz schließt, über Skype oder sonstige, über Handy, abspricht und wirklich auf Kommandos ja durchgibt. So kann man ja nicht wirklich von einem eingespielten Team reden. Das sind immer noch random Gruppen, würde ich so sagen. Aber eine gute random Gruppe. Also gut, die Sterbrate ist hoch. Oh, ein legendärer Obstakel, zwei Hände. Yes, cool. Ein weiteres
Obsidal Zweihänderschwert für meine Sammlung. Ich bin momentan dabei, ziemlich viele Schwerter zu sammeln, um die irgendwann alle nacheinander aufzudecken. Das Emoticon habe ich auch. Schmeißen Sie auch mal rein. Also ich würde mal sagen, so gesehen, ja erstmal würde ich sagen, dass diese Gruppe eine Note, also Ranking von 0 bis 10, würde ich der Gruppe hier eine 6,9. Doch, geben wir der Gruppe eine 7. Das ist doch schon ziemlich cool. Wäre eine 8 gewesen, wenn keiner gestorben wäre. Das wäre dann besser. Schade, aber trotzdem, ich würde mal sagen, vielen Dank fürs Zugucken und ich würde euch einfach bitten, einfach Kommentare dazulassen, falls ihr irgendwelche, ja, weiß nicht, Wünsche habt, was ihr sehen wollt oder einfach mitspielen wollt in der nächsten Partie Destructor, dann hinterlasst euren Charakternamen. Ja, Voraussetzung natürlich, dass ihr auf Server Herido spielt und das war's. Haut rein, bye!